Hallo, liebe Schüler und Schülerinnen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschunterricht. Wir lernen Deutsch. Heute ist unser Thema Wegbeschreibung und die Verkehrsmittel. Was lernen wir? Wie können wir fragen, wo was ist? Wie können wir einen Weg beschreiben? Und die Verkehrsmittel. Dann beginnen wir. Es geht los. Wie können wir fragen, wo was ist? Nummer 1. Entschuldigung. Wo ist hier ein oder eine? Wo ist hier ein Supermarkt? Wo ist hier eine Post? Nummer 2. Entschuldigung. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zur Post? Nummer 3. Können Sie mir helfen? Ich suche einen Supermarkt. Ich suche eine Apotheke. Ich suche ein Hotel. Die Ampel. Die Straße. Die Hauptstraße. Der Weg. Die Kreuzung. Der Stadtplan. Die Brücke. Der Fußgängerüberweg. Der Fußgänger. Der Zebrastreifen. Gerade aus. Rechts. Links. Vorbeigehen. An ist hier Dativ. Vorbeigehen. Ich gehe an der Post vorbei. Gehen bis zu Dativ. Ich gehe bis zum Kino. So, hier sehen wir eine Kreuzung. Das ist eine Kreuzung. Hier ist links und hier ist rechts. Und so ist es geradeaus. Abbiegen. An ist hier Dativ. Ich biege an der Kreuzung nach rechts ab oder ich gehe an der Kreuzung nach rechts. Der Weg, das Café, hier ist links und hier ist rechts.
Auf der linken Seite. Das Café ist auf der linken Seite. Der Weg. Das Café rechts. Auf der rechten Seite. Das Café ist auf der rechten Seite. Wohin gehen wir? Nach links. Ich gehe nach links. Geradeaus. Ich gehe geradeaus. Nach rechts. Ich gehe nach rechts. Erste Straße nach links. Zweite Straße nach links. Erste Straße nach rechts. Zweite Straße nach rechts. Hier sehen wir eine Fußgängerüberweg. Das ist ein Fußgänger. Das ist die Straße. Über die Straße. Ich gehe über die Straße. Die Brücke. Hier sehen wir eine Brücke. Über die Brücke. Ich gehe über die Brücke. Wegbeschreibung. Jetzt sehen wir Beispiele. Wie können wir eine Wegbeschreibung machen? Geradeaus. Gehen Sie geradeaus. Links oder rechts? Gehen Sie nach links? Gehen Sie nach rechts? Gehen Sie die erste oder die zweite Straße nach links oder nach rechts? Die Bank. Gehen Sie bis zur Bank. Die Post. Gehen Sie bis zur Post. Die Kreuzung. Gehen Sie bis zur Kreuzung. Das Kino. Gehen Sie bis zum Kino. Das Museum. Gehen Sie bis zum Museum. Der Park. Gehen Sie bis zum Park. Gehen Sie am Bahnhof nach links oder nach rechts? Gehen Sie an der Kreuzung nach links oder nach rechts? So, jetzt werden wir einen Weg beschreiben. Und das ist unser Bild. Und hier sehen wir unseren Fußgänger. Das ist die Kreuzung. Und das sind die Straßen. Wo ist das Hotel? Gehen Sie hier bis zur Kreuzung. Dann an der Kreuzung nach links. Gehen Sie etwa 100 Meter geradeaus. Das Hotel ist auf der linken Seite. So, ein zweites Beispiel, das Kino. Jetzt sehen wir zwei Kreuzungen, hier und hier. Das ist der
erste Kreuzung und das ist die zweite Kreuzung. Wo ist das Kino? Gehen Sie hier bis zur zweiten Kreuzung. Dann an der Kreuzung nach links. Gehen Sie die erste Straße nach rechts. Das Kino ist auf der linken Seite. So, jetzt lernen wir die Verkehrsmittel. Das Auto. Das Schiff. Das Fahrrad. Der Zug. Die U-Bahn. Das Motorrad. Das Moped, der Bus, das Flugzeug. Was ist das? Das Auto, das Flugzeug, der Zug. Die U-Bahn oder die Unterbahn. Die S-Bahn oder die Straßenbahn. Das Motorrad. Der Bus. Das Fahrrad, das Schiff, das Moped und zu Fuß, kein Verkehrsmittel. So, welche Verben benutzen wir? Das Auto fahren. Ich fahre. Das Flugzeug fliegen. Ich fliege. Der Fußgänger zu Fuß gehen. Ich gehe. Gehen. Ich gehe. Du gehst. Er, sie geht. Wir gehen. Fliegen. Ich fliege. Du fliegst. Er, sie fliegt. Wir fliegen. Fahren. Ich fahre. Du fährst. Er, sie fährt. Wir fahren. So. Mit, das ist eine Präposition und ist Dativ. Und hier ist die Tabelle. Wie ihr wisst, der und das, die Artikel sind im Dativ dem, aber die ist der. Womit? Womit fahren Sie? Der Zug. Mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Die U-Bahn. Ich fahre mit der U-Bahn. Das Schiff. Mit dem Schiff.
So, jetzt ein paar Beispiele. Wie kommen die Schüler zur Schule? Frank, ich fahre mit dem Schulbus. Tina, ich fahre mit dem Fahrrad. Hakan, ich fahre mit dem Auto. Paul, ich fahre mit der Straßenbahn. Und Celine, ich gehe zu Fuß. Übungen. Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich zum Kino? Der Bus. Mit dem Bus sind Sie in 10 Minuten im Kino. Zweites Beispiel. Entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich zum Bahnhof? Das Auto. Mit dem Auto sind Sie in 10 Minuten am Bahnhof. Drittes Beispiel. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Apotheke? Die Bahn. Mit der Bahn sind Sie in 10 Minuten in der Apotheke. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Hotel? Das Taxi. Mit dem Taxi sind Sie in 10 Minuten im Hotel. So, das war's dann. Unser Unterricht ist zu Ende, liebe Schüler und Schülerinnen. Jetzt haben wir Hausaufgaben. Das erste Hausaufgabe. Ihr müsst einen Weg beschreiben. Hier haben wir die Post und hier haben wir die Bank. Und ihr müsst schreiben, wo ist die Bank und wo ist die Post? Und Hausaufgabe 2. Hier sind die Verben. Fahren, waren, fliegen, gehen. Reisen. Ergänze die Verben und den passenden Artikel. Hier schreibst du die Verben und hier den passenden Artikel. So, das war's dann. Unser Unterricht ist jetzt zu Ende. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute und tschüss.